17. Oktober 2021 die Aussendung von Professor Dr. Holger Schessnert statt. Er wird am kommenden Mittwoch nach Loggerwenn reisen und dort als Dozent am Senior Field Seminar tätig werden. Die Konfirmanden haben ihm bei der Begrüßung zuerst zwei Fragen gestellt, ob er denn Angst habe, wenn er da jetzt so weit reist, in ein für ihn noch unbekanntes Land. Und die zweite Frage war, ob er denn schon auch mal etwas Schlimmes erlebt hat in seinem Leben. Und da antwortet er mit Erfahrungen aus Südafrika. Im Anschluss daran hören wir seine Predigt über Lukas 22, Verse 24 bis 27 und danach dann die Aussendungsrede von Missionsdirektor Hans Hörschelmann von Mission Eine Welt in Neudettelsau. Ja, Südafrika schon. Ich war 1987 bis 1998 in Südafrika. Und wer das geschichtlich noch weiß, das ist ja mittlerweile Geschichte. Zur Zeit der Apartheid, zur Zeit der Unterdrückung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit, das war Krieg. Und natürlich gibt es dann auch Schlimmes. Das ist Teil des Kriegserlebnisses und auch Teil des Widerstands gegen Unterdrückung. Aber das ist nicht etwas, wo ich so in den Saal hinein so ins Detail gehen würde. Aber natürlich, das gibt es auch. Papua-Neuguinea ist eine völlig andere Sache. Ängste für die Zukunft eigentlich nicht. Aber das heißt nicht, dass die Angst nicht noch kommt. Wenn einem Gewalt angedroht wird zum Beispiel, kommt die Angst von ganz allein. Das ergibt sich völlig automatisch. Und dann geht man damit um. Man gewöhnt sich an vieles, auch an damit umzugehen, dass man Angst hat. Wenn nicht auch, um einfach zu verhindern, dass man zu viele Magenschwürungen bekommt. Denn das kann auch passieren. Wenn man das alles in sich reinfrisst, dann hat das auch körperliche Folgen. Aber ich glaube nicht, dass das, also es ist ein völlig anderes Land, eine völlig andere Situation als Südafrika in den 80er und 90er Jahren. Insofern gehe ich davon ganz andere Dinge aus. Denn die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist mir eine Freude und es ist auch ein Privileg. Ich empfinde es als ein Privileg, heute hier in der Gemeinde Rehweiler zu sein. Und ich möchte recht herzlichen Dank unter Ihnen, insbesondere an Herrn Pfarrer Gernert und den Arbeitskreis für Loggerwenn im Dekanat aussprechen, nicht nur für die freundliche Zustimmung meiner Aussendung an das Senior Field Seminary in Loggerwenn in Papua-Neuguinea von hier aus zu gestalten, sondern auch für die jahrzehntelange Arbeit und Unterstützung für Loggerwenn, die in der Gemeinde und im Dekanat geleistet wurde. Ich habe schon angedeutet, dass die deutsche Sprache mir mittlerweile etwas schwer fällt und ich hoffe, ich komme auch bei den freien Teilen dann nicht durcheinander, so wie jetzt. Ich hatte das nicht ganz eingeplant, aber für die, die vielleicht den Gemeindebrief, ich glaube, da stand etwas über mich drin, die das nicht gelesen haben, vielleicht eine kurze Einleitung. Ich bin zwar in Deutschland geboren, lebe aber seit 1987 nicht mehr hier. Ich war 11 Jahre in Südafrika, erst als Theologiestudent, dann später auch im Unterricht. 3 Jahre in Fiji, in den späten 90er Jahren, 8 Jahre in England und dann seit 2010 wieder in Fiji. In der Regel im theologischen Unterricht. Und jetzt, hoffentlich am Mittwoch, so Gott es will und sofern die PCR-Tests das zulassen, hoffe ich, nach Papua-Neuguinea auszureisen. Es ist zwar noch nicht so deutlich, was dort passieren wird. Das Virus ist auf seiner, glaube ich, dritten oder vierten Welle dort unterwegs mit
furchtbaren Folgen. Aber wir werden sehen, was passiert. Wir haben vorhin den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium gehört. Und manche unter Ihnen mögen sich fragen, was dies denn mit Mission zu tun hat. Die Könige der Völker herrschen über sie und so weiter. Vielleicht hätten Sie auch einen klassischen Missionstext erwartet. Möglicherweise so etwas wie der sogenannte Missionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums. Vielleicht ist es doch bekannt. Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ein klassischer Missionstext oder auch vielleicht auch einigen bekannt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, wo Paulus im Traum zugerufen wird: Komm herüber und hilf uns. All diese klassischen Texte haben ihren guten Sinn, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass das Evangelium eben im Wortsinn die gute Nachricht eine gute Nachricht ist, dann ist das auch eine gute Nachricht, die wir nicht verheimlichen und nur für uns selbst behalten dürfen. Andererseits haben die klassischen Texte natürlich auch ihre Probleme, insbesondere in ihren Auswirkungen. Zu Recht ist der klassische Missionsbegriff bei vielen heute verpönt. Wer missioniert eigentlich wen? Wer hilft wem? Ist diese Hilfe, ist dieses Missionieren wirklich so einseitig? Wird mir nicht auch geholfen? Lerne ich nicht selbst auch dazu? Werde ich selbst nicht auch erfüllt von dem gemeinsamen Miteinandersein in der Arbeit im und am Reiche Gottes? Sollten wir im Zusammenhang mit dem Begriff Mission nicht eher an die Mission Gottes denken, an der wir teilhaben? Es geht nicht um mich, es geht nicht um uns, es geht um Gott, es geht um Gottes Mission. Gott ist und war schon immer selbst missionarisch aktiv. Mission in Papua-Neuguinea im Sinne des 19. Jahrhunderts, sagen wir mal, obwohl es natürlich auch damals verschiedene Verständnisse gab. Mission, so wie sie vielleicht Johann Flier, der dies vor etwa 135 Jahren in Papua-Neuguinea angefangen hat, so wie er das damals verstanden hat, ist heute, denke ich, weder möglich noch nötig. Papua-Neuguinea ist zumindest nominell ein überwältigend christliches Land. Das Evangelium zu Menschen zu bringen, die es noch nie vorher gehört haben, das ist nicht mehr die Aufgabe. Und dazu kommt, damals wie heute waren und sind es vor allem Menschen in Papua-Neuguinea selbst, die diese Aufgabe schon erfüllen. Vielleicht ist das gar nicht einmal so bekannt, wie viele Hunderte und vielleicht Tausende von Evangelisten, Predigern, Pastoren und so weiter bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Evangelium dort weitergetragen haben, mit unglaublichen Opfern und Risiken. Heute ist die Rolle, die mit Mission und Missionaren in der Praxis verbunden wird, oder zumindest hoffe ich das so, ist diese Rolle eher die der weltweiten ökumenischen Zusammenarbeit, das heißt der gemeinsamen Arbeit im und am Reiche Gottes in der Nachfolge Christi. Es ist ein Miteinanderarbeiten. Es ist mir auch klar, das klingt einerseits richtig banal und doch andererseits so schön, dass es schon naiv zu sein scheint. Ist das nicht ein zu gewöhnlicher Begriff, dieses Miteinanderarbeiten? Ist es nicht naiv? Denn die Realität, die wir erfahren, ist doch komplex, um es vornehm auszudrücken. Jede Zusammenarbeit, auch die am Reiche Gottes, beinhaltet unweigerlich Fragen der Macht und der Machtausübung. Sie und ich, aber auch die Schwestern und Brüder in Papua-Neuguinea, stehen alle in Machtzusammenhängen, denen wir uns auch nicht vollständig entziehen können. Niemand kann das.
Und damit möchte ich zu dem Text aus dem Lukas-Evangelium kommen, den wir vorhin gehört haben. Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, genau diesen Text mit einer Gruppe von Pastoren in Pohnpei zu besprechen. Pohnpei ist ein kleiner Inselstaat in Mikronesien, vielleicht etwas unter 40.000 Menschen, etwa 2.500 Kilometer nordöstlich von Papua-Neuguinea. Nicht gerade nebenan, aber es gibt gewisse Verbindungen. Übrigens auch einmal Pompeji, auch einmal eine Kolonie des sogenannten Deutschen Kaiserreichs, genauso wie der Nordosten von Papua-Neuguinea auch. Nun, einige dieser Pastoren merkten, dass diese kleine Geschichte über Lukas, die wir vorhin gehört haben, direkt nach der Episode des letzten Mals steht, die natürlich auch die Ankündigung des Verrats einschließt. Die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch, denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Und direkt danach folgt unsere Geschichte. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Diese Pastoren in Pompeji fragten sich, ist da nicht eine Verbindung zwischen dem Thema des Verrats einerseits und dem Streit um eine vermeintliche Hierarchie unter den Jüngern andererseits? Ist nicht die Frage, wer denn wohl als der Größte gelten solle, in sich selbst schon Verrat an der Sache Jesu? Sehen wir uns genauer an, wie Jesus auf diese Frage der Jünger reagiert. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über die Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Die Könige herrschen über ihre Völker. Ich spreche zwar seit mehr als 30 Jahren kaum noch Deutsch und ich fühle das auch ein bisschen, es fühlt sich ungewohnt, aber gefühlt hat dieses Wort herrschen für mich eine Art diktatorischen Charakter. Herr sein, sich als Herr aufführen. Und das spiegelt eigentlich sehr gut das Griechische, das im Hintergrund steht, im Urtext steht, es spiegelt das eigentlich sehr gut wider. Kyriosus sin auton, sie sind Herr über sie. Das ist wirklich so gemeint. Autokratisch, diktatorisch, tyrannisch. Und um die Sache noch deutlicher zu machen, der zweite Teil des Satzes, die Machthaber werden Wohltäter genannt. In der Luther-Übersetzung von 1912 steht da vielleicht noch schöner, anstelle von Wohltäter, gnädige Herren. Tja, der griechische Begriff, der damit übersetzt wird, das wird durch diese wohltätigen, gnädigen Herren sehr gut wiedergespiegelt. Es ist eine Ideologie von Macht und Machtausübung, in der die Machthaber sich als gnädige Herren feiern lassen. Schaut auf mich, wie wunderbar ich bin, dass ich über euch herrsche. Der Satz von Jesus ist sarkastisch. Jesus äußert sich sarkastisch über diese Machtverhältnisse. Die Könige herrschen über Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Und nicht genug damit. Jesus spricht kategorisch ein Nein zu solchem Machtgehabe, zu solcher Machtausübung, zu solcher Machtideologie unter seinen Nachfolgern aus. Ihr aber nicht so. Und um dies gleich zu verdeutlichen, nennt Jesus Bilder und Vergleiche, die Gegenbeispiele darstellen sollen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer? Der zu Tisch sitzt oder der, der dient? Ist's nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Die Ideologie einer Herrschaftsgesellschaft wird auf den Kopf gestellt. Jesus selbst ist nicht ein Herrscher im Sinne dieser Könige und Machthaber. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Jesus sitzt nicht am Tisch und lässt sich bedienen, um bei diesem Bild zu bleiben. Er ist der Dienende.
Nun, sollten wir die Logik dieses Bildes, dieses Vergleiches auch nicht zu buchstäblich sehen, man kann sowas auch überstrapazieren, wenn wir fast alle Diener werden, heißt das nicht auch, dass es weiter Herren unter uns gibt, denen wir dienen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Sinn des Bildes, der Sinn des Bildes liegt eher, denke ich, auf der praktischen, aber auch der ideologischen Ebene. Es ist der selbstlos Dienende, so wie Jesus Christus, der selbstlos Dienende, der in der Gemeinde Christi Ansehen hat. In diesem Sinne ist unser Text auch nicht nur ein Aufruf zum dienenden Handeln, sondern auch ein radikales Infragestellen von Hierarchie und Streben nach Macht. Wir sind alle in unseren Lebenszusammenhängen aufgerufen, Jesu Worte konkret darzustellen und zu leben. Machtgefüge gibt es überall, nicht nur in der Rolle oder den Rollen, in die ich hineingerufen werde. Wir alle sind, auch in der Kirche, ständig mit Macht und Machtausübung konfrontiert. Und wir wissen auch, dass wir dabei immer wieder versagen. Das ist nicht als achselzuckende, fast schon falsche Entschuldigung gemeint. So nach dem Motto, das ist eben so, lass es uns akzeptieren. Genau das ist es eben nicht. Es ist eben nicht zu akzeptieren. Ihr aber nicht so, ruft Jesus in der Erzählung des Lukas seinen Nachfolgern zu. Zum Schluss denn, in diesem Sinne miteinander zu arbeiten im und am Reiche Gottes ist in der Praxis weder leicht zu definieren und erst recht noch leicht zu praktizieren. Erstens, vielleicht festzuhalten, nicht wie die Herrschenden. Und doch, selbst damit ist das Machtgefälle in sich nicht aus dem Weg geräumt. Wenn eine Seite zum Beispiel in einer Partnerschaft das Geld hat und die andere nicht, dann besteht automatisch ein Machtgefälle, auch wenn wir teilen. Auch wenn ich teile, das Machtgefälle besteht weiter. Auch ich kann mich diesem Machtgefüge nicht vollständig entziehen. Es ist ein Miteinandergehen, das ist der zweite Punkt, den ich festhalten möchte. Dieses Miteinanderarbeiten ist ein Miteinandergehen, einen Weg zusammenzugehen, so wie die Jünger Jesu, die zwei Jünger Jesu am Ende des Lukas-Evangeliums in der Emmaus-Geschichte, die wir sicherlich häufig gehört haben. Ein Miteinandergehen, manchmal auch ein Miteinanderfragen, wenn sich miteinander erinnern, wie war denn das alles mit Jesus, so wie wir uns zumindest jeden Sonntag, vielleicht auch häufiger, hoffentlich auch häufiger, zu erinnern zu versuchen, schwierig zu formulieren, erinnern zu versuchen, wie das denn mit Jesus war und was wir daraus lernen können. Und manchmal ist es, fast möchte ich sagen lediglich, aber eigentlich das Umgekehrte, vor allem ein Miteinandersein. Ein reines Miteinandersein, das das Wichtige an sich an der ganzen Sache wird. Einfach da zu sein, kann das Entscheidende sein. Nicht alles ist zielorientiert, nicht alles in Zahlen erfassbar, nicht alles mit Qualitätsmanagement darzustellen. Drittens, miteinander arbeiten braucht Vertrauen in Gott und in Menschen. Und wir setzen uns dadurch Risiken aus, die in Kauf genommen werden. Manchmal werden wir enttäuscht. Und manchmal sind wir diejenigen, die enttäuschen. Und zuletzt noch, um in diesem Sinne miteinander arbeiten zu können, brauchen wir den langen Atem. Wir selbst werden sehr oft die Resultate der Arbeit nur bruchstückhaft, als ganz kleine Fragmente erleben und sehen können. Dies auszuhalten, dies aushalten zu können, mit den inneren Spannungen dieses Miteinanderarbeitens leben zu können, das ist manchmal unglaublich hart. Aber genau das ist Teil dessen, was man weltweit ökumenisch Miteinanderleben nennt. Das ist nicht nur Friede, Freude und hoffentlich manchmal auch Eierkuchen, ist auch gut und muss auch dabei sein und ist auch dabei. Nicht unbedingt Eierkuchen, es kann auch die Süßkartoffel sein, es reicht auch.
Aber häufig ist diese Arbeit nicht sehr viel mehr als die harte Aufgabe, nicht aufzugeben und jeden Tag wieder aufzustehen. Und mit Gottes Hilfe hoffe ich für Sie und für mich, dass wir das jeden Tag tun können. Amen. Ich möchte um auch meinen, ich komme ja selbst nicht aus Papua-Neuguinea und insofern wollte ich deswegen kein Lied aus Papua-Neuguinea singen, aber lieber etwas, was ich aus meinem eigenen Hintergrund kenne. Pfarrer Gernert hat vorher gesagt, dass der Posaunenchor vorher dieses Lied Siehe Hamba, wir gehen, wir wandeln im Lichte Gottes, ein südafrikanisches Lied in isiZulu, einer der neun afrikanischen Sprachen in Südafrika. Das wurde vorher vom Posaunenchor gesungen und ich möchte jetzt spontan eigentlich ein bisschen ein Risiko eingehen mit Ihnen und nicht den Text, so wie er zu meiner Verwunderung abgedruckt ist im Liederbüchlein, kommt, atmet auf, nicht die Musik danach zu singen, sondern so wie ich das jetzt versuche mit Ihnen einzustudieren. Das Gute ist, dass Sie den Text vor sich haben und der Text, wenn ich richtig entsinne, das ist isiXhosa, hat nur zwei Worte, die ungewohnt sind. Amen, kennen wir alle schon, brauche ich gar nicht zu übersetzen. Siyako Dumisa, wir preisen dich, implizit, wir preisen dich Gott. Und Bao, kommt später, Vater. Und wir singen das einfach mal, denke ich, das kriegen wir schon hin, wir singen das mal ein bisschen so, wie es eigentlich in Südafrika normalerweise praktiziert wird. Was hier steht, ist so ein bisschen eingedeutscht, so ein bisschen wie man in ein indisches Restaurant in der Stadt geht und das ist schon ein bisschen abgemildert, damit es für unsere Zungen erträglich ist und damit würde ich sofort anfangen zu weinen beim ersten Bissen. Aber vielleicht kriegen wir das ja hin. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir alle durch die Gänge tanzen, weil es ist 10 Uhr morgens oder halb Viertel vor 11 morgens und wir sind alle schon ein bisschen, wir sind sowieso kalt hier. Aber vielleicht kriegen wir ein bisschen Swing da hinein, weil es ist ein fröhliches Lied. Der Vorsänger, das mache ich diesmal, singt immer dieses Masiti hinein und dann die Antwort der Gemeinde ist Amen Siyaku Dumisa, Amen Siyaku Dumisa, Amen Bawo, Amen Bawo, Amen Siyaku Dumisa, Masiti, Amen Siyaku Dumisa, Masiti, Amen Siyaku Dumisa, Masiti, Amen Bawo, Amen Bawo, Amen Siyaku Dumisa, Masiti, Amen Siyaku Dumisa, Masiti, Amen Siyaku Dumisa, Masiti, Amen Bawo, Amen Bawo, Amen Siyaku Dumisa. Liebe Schwestern und Brüder, erstmal bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen allen, dass diese Aussendung von Herrn Chesnut hier bei Ihnen in Rehweiler stattfinden kann. Denn es ist ein Zeichen Ihrer langjährigen Partnerschaft. Wir haben es eben in viel mehr Worten ausgedrückt bekommen von Herrn Chesnut, was Partnerschaft auch ist. Ein Ausdruck dieses Miteinander unterwegs. Mittlerweile benutzen wir bei Mission eine Welt den Ausdruck eines ehemaligen Bischofs aus Papua-Neuguinea für dieses gemeinsame Unterwegssein, Walking Side by Side. Und dieses Walking Side by Side kann in der Kirche ganz unterschiedlich aussehen. Das kann so aussehen, dass man miteinander Gaben teilt, die man hat. Der eine gibt dem anderen, der meistens der mehr hat, gibt dem, der weniger hat. Das kann eine Möglichkeit sein. Es kann aber auch sein, dass man im Gebet aneinander denkt. Jetzt in dieser Zeit von Corona haben wir oft
Nachrichten aus unseren Partnerkirchen bekommen, wo gesagt wird, am Anfang der Corona-Pandemie, wir denken an euch. Wir in Malaysia, in Costa Rica, in Papua-Neuguinea, wir denken an euch, weil wir hören durch die Nachrichten, was bei euch los ist. Ähnliche Meldungen gab es auch wieder, als man im Sommer diese Flutkatastrophe im Ahrtal hatte. Auch da gab es immer wieder Nachrichten, wir beten für euch, wir denken an euch, wir sind bei euch. Ein Stück Partnerschaft. Das kann dann aber auch dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass man Menschen entsendet, dass man Personal miteinander austauscht, Gaben, die da sind, zur Verfügung stellen will und sagen, wie können wir hier miteinander unterwegs sein und lernen. Und diese Aussendung von Herrn Chesnut heute ist so etwas wie ein Teilen von Gaben. Sie sollen als Dozent nach Papua-Neuguinea, als Dozent ans Senior Fleer Seminar in Logaveng. Ich weiß, ich muss mal fragen, wer von Ihnen ist denn schon mal da gewesen? Ich weiß, einige sind schon da gewesen. Herr Gander ist da gewesen, aber sonst ja doch. Gut, aber hier aus der Gemeinde doch auch ein bisschen. Also, nach Logaveng an dieses Seminar. Also, ich muss Ihnen sagen, ein zauberhaftes Fleckchen von Gottes Erde. Man steht auf einer Anhöhe und kann bei schönem Wetter dann auch runterschauen auf das Meer, auf diesen Pazifischen Ozean. Aber auch ein Ort, wo gemeinsam gelebt wird. Vielleicht anders, als wir es kennen aus Studienzeiten, sei es, muss ja nicht immer der Theologie sein, auch bei uns an den großen Universitäten, hier sehr viel enger, sehr viel gemeinsamer in einer Gemeinschaft von Familien, von Männern, von Frauen, von Kindern, die alle auf diesem Campus leben und gemeinsam ja, studieren, leben und Glauben gestalten. Da sollen sie hingehen und die Kirche in Papua-Neuguinea hat sie dazu berufen. Sie hat uns angefragt, könnt ihr wieder jemand ein Seminar schicken? Wir brauchen dort Hilfe, wir möchten jemand in unseren Dienst stellen. Wir haben gesucht und gefunden und die Kirche in Papua-Neuguinea, die eine Errungenschaft eigentlich auch durch diese Corona-Pandemie. Die Kirche in Papua-Neuguinea war bei diesen Bewerbungsgesprächen dabei, denn es waren digitale Bewerbungsgespräche. Gut, bei denen war es eine ganz andere Uhrzeit, aber sie haben gesagt, nein, wir sind gerne dabei. Neue Wege der Partnerschaft, die wir gehen. Sie haben es selber vorhin erwähnt, sie bringen eine lange Erfahrung an Arbeit in unterschiedlichen Kontexten der Ökumene und der Lehrtätigkeit mit sich. Südafrika, England und Fidschi, so ein paar Stationen, die sie genannt haben. Und in dieser letzten Stelle in Fidschi hatten sie auch immer mal wieder Kontakt zu Papua-Neuguinea, weil Menschen aus der lutherischen Kirche in Papua-Neuguinea ja auch in Fidschi studieren, ihren Master machen, also eine Ausbildung, eine theologische Ausbildung erhalten. Deshalb vielleicht ein Gespür für diesen Kontext entwickelt, deshalb vielleicht auch wissen, aha, ich kann mir ein bisschen vorstellen, auf was ich mich einlasse, aber wahrscheinlich wird es ganz anders. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Man könnte sie als Weltenbürger bezeichnen, der auf verschiedenen Kontinenten gelebt hat, der verschiedene Kulturen und Kontexte erlebt hat, sich in sie hineinbegeben hat. Sie haben davon gelernt, haben sie gesagt. Es hat aber manchmal auch wehgetan. Es gab Schmerz. Ich denke, das ist ganz wichtig. Es ist nicht nur ein Jubel, Trubel, Heiterkeit, wenn man im Ausland in einem so schönen Ort der Erde arbeitet. Nein, es kann auch wehtun. Man leidet selber, man leidet mit den Menschen vor Ort. Das gibt es auch. Das auszuhalten ist, denke ich mir, manchmal nicht ganz einfach. Und als ich Sie gefragt habe, wie Sie denn diese Aufgabe angehen, haben Sie gesagt, idealistisch, aber nicht naiv. Ich denke, das ist eine schon mal gute Mischung, an so eine Aufgabe ranzugehen. Wir von Mission Eine Welt freuen uns jedenfalls, dass Sie gesagt haben, ja, ich kann mir das gut vorstellen, nach Papua-Neuguinea zu gehen, mit Mission Eine Welt in einer Partnerkirche zu arbeiten. Ich kann sagen, dass Sie auch dort nicht alleine sein werden, denn
In der nächsten Woche werden wir einen weiteren Mitarbeiter aussenden, Norbert Köppel. Er ist eher der Praktiker. Er ist jemand, der am Senior Field Seminar dazu beitragen wird und helfen wird, dass technische Dinge funktionieren, Autos fahren, Klassenzimmer in Ordnung sind, mit den Menschen vor Ort dort gemeinsam arbeiten wird. Nur, dass Sie das auch wissen, hier ist noch jemand unterwegs, demnächst nach Lugerwing. Als Christinnen und Christen können wir viel planen, uns viel vornehmen. Wir können Reisepläne machen, Tickets buchen, alles Mögliche, uns gut vorbereiten. Aber in allem, und ich denke, das macht uns die jetzige Zeit auch noch mal mehr deutlich, in allem sind wir angewiesen auf Gottes Schutz und Begleitung. Er ist derjenige, der unsere Welt lenkt, der uns Kraft gibt, der uns Mut gibt, der uns begleitet, wenn diese Zeiten der Schmerzen da sind. Er ist mit seinem Segen bei uns. Und diesen Segen wollen wir ihm jetzt im Gebet und mit dem Auflegen unserer Hände zusprechen. Und ich bitte Sie und die beiden Assistenten mit mir, die nach vorne sind.